denke, die Herausforderung ist eine sehr grundlegende und die betrifft jeden von uns als Individuum. Ich könnte es vielleicht gut beschreiben anhand einer Geschichte, die Sie vielleicht auch kennen, Geschichte vom guten Wolf und vom bösen Wolf, die ungefähr so geht. Der kleine Junge fragt seinen weisen Großvater: Du Opa, wieso sind Menschen manchmal gut und die gleichen Menschen manchmal schlecht und böse? Und der Großvater antwortet: Ja, weil in jedem von uns ein guter und ein böser Wolf steckt. Der Kleine denkt nach: Und wer gewinnt dann? Und der Großvater antwortet: Der Wolf gewinnt, den du fütterst. Und er fügt hinzu, müsste man vielleicht die Geschichte ergänzen: Es bringt nicht viel, mit dem bösen Wolf zu kämpfen. Nein, fütter einfach den guten Wolf. Und ich denke, die Geschichte drückt auf eine charmante Art aus, dass wir das Positive stark machen sollen und nicht zu sehr mit dem Negativen befasst sein sollen. Das betrifft die Wiedervereinigung, das betrifft mein persönliches Leben, das betrifft die Gesellschaften. Wir alle haben das Problem, dass wir oft den Fokus auf das Falsche richten. Insofern nichts Neues im Westen, nichts Neues im Osten. Die größten Herausforderungen nach 30 Jahren Wiedervereinigung, unabhängig mal von dem ganzen Pandemiegeschehen, was wir momentan haben, weil das, denke ich, ist eine zeitliche Komponente ist. Ich glaube, der Zusammenhalt der Gesellschaft ist ganz wichtig geworden. Also, dass wir Leute eher füreinander da sind, wir Menschen in Deutschland und natürlich auch Europa. Europa ist eine große Chance, eine große Herausforderung und ich wünsche mir manchmal mehr, dass wir den europäischen Gedanken auch als nie bloß als Gedanken haben, sondern auch ihn leben. Und ich finde halt, im Moment sind wir dort als europäische Länder sehr auf unsere eigenen Vorteile bedacht. Und das kostet uns halt viel Energie und Zeit auch im Wettbewerb mit dem amerikanischen Kontinent oder dem asiatischen Kontinent. Und mir wäre es ganz lieb, wenn wir als Gesellschaft wieder enger zusammenwachsen und natürlich auch die europäische Gesellschaft. Das wäre, glaube ich, eine sehr schöne Sache, wenn das die nächsten 30 Jahre natürlich nicht so lang dauert, aber dass wir in den nächsten Jahren dort einen wichtigen Schritt vorwärts kommen. Gut Ding braucht Weile und ich denke, das vergessen wir häufig. Wir sind in so einer rasanten Entwicklung, dass wir nicht wie die alten Indianer, die Konsequenzen ihrer Taten, so sagt man, bis in die siebte Generation versucht haben vorauszusehen und etwas nicht gemacht haben, wenn es keine guten Konsequenzen für die Nachgeborenen versprochen hat. Wir sind einfach entfesselt und wir merken, dass wir uns selbst in Gefahr bringen. Insofern denke ich, es ist ein grundsätzliches Umdenken nötig und ich hoffe, dass da noch was kommt. Es kann nicht sein, dass wir uns in dem Status, in dem wir uns jetzt befinden, festkrallen. Es muss sich etwas verändern und wir hätten die Freiheit dazu und wir sollten sie nutzen. Also vermisst man typische Tugenden oder Stärken. Es war in der DDR nicht alles schlecht, was wir hatten. Wir hatten ein sehr gutes Schulsystem, das war auch sehr vereinheitlicht, was natürlich dazu geführt hat, dass man, wenn man in Sachsen mal zur Schule gegangen ist, natürlich auch dann nach Brandenburg gehen konnte oder nach Mecklenburg-Vorpommern, wenn es denn so war und man hatte denselben Stand. Das ist heutzutage durch den Föderalismus etwas schwierig, die ganze Situation. Es werden ja auch Abitur teilweise unterschiedlich anerkannt von der Gewichtung her, was ich so als nachteilig empfinde. Auch jetzt im Pandemiegeschehen sieht man ja wieder, dass vielleicht zu viel Föderalismus bei der Bildung nicht ganz so förderlich ist. Aber auf der anderen Seite, es ist halt die Art der Demokratie, wie wir jetzt leben. Und was ich vermisse, ist etwas mehr der Zusammenhalt und die Achtung unter den Menschen. Wir haben eine sehr große Diskussionskultur und das finde ich halt schädlich für eine Gesellschaft, wie wir sie jetzt hier in Deutschland haben. Wenn ich das
Ganze sehe, dann wünsche ich mir, dass die Despoten dieser Welt ihre Schranken verwiesen werden und aus dem Blickfeld verschwinden und dass auch die großen Konzerne, die sich an uns bereichern, von der Politik in ihre Schranken gewiesen werden und dass die Freiheit und der Schutz unserer Persönlichkeit und unserer Daten wieder oben auf der Agenda steht und nicht dem Markt und dem Kapital geopfert wird. Wir sind begeistert, wenn wir von Belarus hören, dass die Menschen Zivilcourage beweisen und verfolgen das mit großer Sympathie. Genau diese Energie ist wahrscheinlich für jeden von uns nötig, wenn wir einen echten Wandel herbeiführen wollen. Und die Neigung ist natürlich da, den Vogelstrauß zu spielen und den Kopf in den Sand zu stecken und zu denken, die anderen werden es schon tun. Aber ich denke, es ist was in Bewegung geraten. Ich sehe es an meinen Kindern, ich sehe es auch bei meinen kleinen Enkeln schon. Insofern, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ja, persönlich logischerweise Gesundheit in der heutigen Zeit, das wünscht man sich sicherlich, das wünsche ich auch allen meinen Leuten, Mitarbeitern und Familienmitgliedern. Auf der anderen Seite, wie gesagt, dass wir als Deutsche auch uns gegenseitig wieder mehr achten und füreinander da sind, das wäre vielleicht noch was Wichtiges. Und auf alle Fälle auch das Thema Frieden ein wichtiger Bestandteil, nicht nur für uns in Europa ist. Wir gehen da immer sehr selbstverständlich damit um, nach über 70 Jahren des Zweiten Weltkrieges. Aber weltweit haben wir so viele Krisenpunkte im Moment, wo es doch schön wäre, wenn die politisch aktiven, führenden Länder dieser Welt einfach mehr für das Thema Frieden und Menschlichkeit unternehmen würden. Wir haben halt alle auch was zurückzugeben. Und das ist auch der Punkt, wo wir auch Ländern, die an Entwicklungsstatus sind, eben mehr unterstützen, damit Fluchtursachen bekämpft werden können, dass die Leute halt Möglichkeiten haben, in ihren Ländern zu leben. Also dieses Thema einfach über die politischen Interessenslagen hinweg mal über den Tellerrand zu gucken und zu versuchen, den Ländern einfach eine Chance zu geben, sich zu entwickeln.